large bin of junk and system, we need to destroy 12 pieces of junk. Eins, zwei, drei. Na, vier, oh, fünf, das war knapp. Fünf, da dürfte noch was sein. Ach, das sind die grauen, ah ja. Sechs. Ah, das ist aber gar nicht so schlecht, halt so als Zielübung. Ach, sag mal. Das ist natürlich abhängig von der Geschwindigkeit, das ist gar nicht so einfach. Verstehe. Ah ja, hier. So, fertig. Wunderbar. Jetzt kaufen wir uns ein Schiff. Ein Schiff geht um die Welt. Ups. Lasst mich rein, lasst mich rein. So. Jetzt gibt's hier ein neues Schiff. Geil. Dann nehmen wir die doch, oder? Oder ist so ein, was macht so ein Shuttlebus eigentlich? Ist auch geil. Ja, es hat Frachter eher. Für 30 Passagiere. Und halt Intersystemreisen. Super Motor oder super Antrieb für den Preis. Und ein bisschen Raum für extra Treibstoff hat es auch. Der Speeder. Normaler Split Drive ist halt schneller als der VA Suit. Ja. Auch nicht. Was sagt ihr denn hier? Engine Power 4,25 ist nicht doll. 5. Dreht mit 20. Das ist wirklich eher ein Frachter. Ne? Hm. Okay, 24 Tonnen Fracht kann der. Der hier 6 Tonnen. Na gut, wenn ich handeln will, ist das wahrscheinlich besser. Ja, ich bin ja mal nicht so ein Händler eigentlich, ne? Weil, irgendwie hält der mehr aus oder so? Split Ratio, ah, 80, der hat einen sehr guten Split Drive. 85 ist aber auch nicht gut. 30. Kabinen, Cabins hat ja auch nur zwei. Jetzt zum Kampf, da werde ich wahrscheinlich eher den hier nehmen. Na komm, nehmen wir den. Chip. Geil. So. Okay. Und ein Pirate. Oh ja. Ah, Taro's Opinion. Sollten organische Piloten halt verboten werden? Jede zweite Dekade kommt dieselbe Debatte wieder auf. Sollten halt tatsächlich organische Piloten mit all ihren Problemen in mentaler Kontrolle überhaupt noch die Erlaubnis haben, Raumschiffe zu fliegen, die halt splitten können? Ach so, ob die überhaupt noch halt irgendwie durch bewohnte Gebiete durchfliegen dürfen. Und Zielmitglied 753-A hat halt eben diese Sache wieder aufgebracht. Department of Piracy, bla bla bla, irgendwas Politisches, ja. Naja, okay. Jimmy Choo. Ah ja, dann gehe ich jetzt mal Qatar besuchen. Ach so, richtig, stimmt. Was für Upgrades kann ich jetzt eigentlich in das Ding noch reinstecken?
50 Rapier. Wie geht das, wenn ich den jetzt verkaufe? Er ist 12.000 wert, sind 28. Nee, reicht nicht. Okidok, die sind alle drin. Data is for Space Stories, Opinions and Flying Tips. Ja, keine Ahnung, machen wir mal. Ja, damit. Info ist halt ja, das halbe Leben. So, und das haben wir jetzt alles. Ja gut, worauf ich noch irgendwie sparen kann, ist der Rapier, ne? Okidoki, na dann. Ah, okay, zack, hier kann man den Datadisk. Ah, hier tauchen die dann auf. Captain's Log. Was würde ich ohne Alkohol tun, um diese Irritation halt irgendwie zu dämpfen? Ja, mit Split Drive, the things are designed to last decade, but I get fucking Frank. He's a good mechanic, so I guess just a 40 drive plate. Das ist ein persönliches Logbuch hier von unserem John Falcon, wie es aussieht. Glaubt das nicht. Frank hat mir ein gestohlenes Schiff verkauft. Was zum Teufel, Mann, was zur Hölle. Und jetzt sitze ich hier mit diesem lame ass, mit diesem scheiß lahmen Shuttle fest. Kann doch nicht mal splitten. Muss ich jetzt mal erstmal schnell Geld verdienen, damit ich mir halt einen Speeder oder halt ein Back kaufen kann. Wird nicht lange dauern. Ich kenne ja halt so irgendwie die Tricks, wie man es macht. Wie Kent immer sagt, behalte dir deine pessimistische Sicht der Dinge. Was? Keep a pessimistic workflow, optimistic outlook. Ach so, du sollst halt dein pessimistisches Weltbild behalten, aber halt immer halt, was ist eine optimistische Perspektive? Wie auch immer das funktionieren soll. Ist natürlich ein Rückschlag, aber ich bin gesund. Auf geht's. Gibt's jetzt hier noch? So, und jetzt ist, dass ich diesen Qatar Fly besuchen soll. Okay. Advertisement. Was steht denn hier drin? Beste Diamantenpreise. Durch hohe Strahlungslevel von der Sonne der Klasse K. Produktion und Entwicklung von Diamanten ist im Aolo-System halt ja, sehr gut. Wenn du Glück hast, dann kannst du halt dort irgendwie günstiger einkaufen, aber nur für eine kurze Zeit. Warum soll man nicht halt eben im günstigen Bengal-Restaurant... Ha, Bengal-Restaurant, geil! Weil du an Bord bist, wenn du an Bord der KR-Stations bist. Oder einfach halt so irgendwie eine kleine Runde um die Kuras berühmte Diamantenmine drehen. Du wirst den Trip nicht bereuen. Na gut. Bounties and Fines, das sind dann halt irgendwie Kopfgeld und Strafzahlungen. Zuerst mal sind Kopfgeld und Strafzahlungen so ziemlich dasselbe. Da sie beide bedeuten, dass die Polizei und Kopfgeldjäger hinter dir her sein werden. Aber wenn du kein Pirat bist, ist das nicht so wahnsinnig schlimm, weil man kann halt immer irgendwie dafür sorgen, dass das halt auf eine legale Art und Weise wieder in Ordnung kommt. Das Einfachste ist halt einfach, die Polizei zu kontaktieren und anzubieten, dass du den Betrag einfach selber bezahlst. In den meisten Fällen wird das Kopfgeld genauso hoch sein wie halt deine Strafzahlungen oder die Sachen, die du der Polizei schuldest. Da kannst du entweder halt mit einem Polizeimann sprechen oder halt einfach den Comp-Channel öffnen zur nächsten Station. Beides wird dir anbieten, halt das Kopfgeld oder halt eben die Strafzahlung abzuzahlen und dementsprechend wird dein Name halt eben wieder geweißt oder eine Akte. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber dazu würde ich dir nicht unbedingt raten. Und natürlich haben wir selber sowas nie gemacht. Aber nachdem wir das gesagt haben, unser Freund, der Bruder unseres Freundes Steve, hat uns erzählt, der Freund eines Freundes, hat uns erzählt, dass man einige Officer halt auf den Stationen eventuell offen dafür sind, dass man ihnen ein bisschen Bargeld gibt. Auch wenn das halt risikoreich ist, der Payoff, also halt so das, was du dafür bekommst,
ist das deine, ja, deine Fines, also deine Strafzahlung und das Kopfgeld viel billiger aufgelöst werden, als wenn du sie einfach bezahlen würdest. Wenn es daneben geht, dann wirst du halt eben mit einer noch höheren Strafzahlung da sitzen, weil du natürlich versucht hast, halt einen Beamten zu bestechen. Auf der anderen Seite hat Steve erzählt, dass es... oh Gott, das ist ja nur ein Oxymoron. Dass es halt, dass man eine andere Option ist, eine respektable Piratenstation zu finden. In diesen gibt es normalerweise Personen von dubiosem Charakter, die dir helfen können, deine Kriminalakte halt eben zu clearen im Austausch für Cash. Die stehen jetzt vielleicht nicht direkt an der Bar mit rum und quatschen mit den Händlern. Also wirst du halt ein bisschen nach ihnen suchen müssen. Als letzte Anmerkung kannst du auch lernen, mit einem Kopfgeld halt eben zu leben. So, die Stationen bieten dir immer noch Standard-Docking-Services an. Unter der Conceal-Gesetz, bla, C55C3. Und du wirst sogar die Möglichkeit haben, in der Bar halt die Bar und die Konsolen zu benutzen. Solange da halt kein Polizist rumsteht, geht das halt, weil der nimmt dich ja natürlich sonst hofft. Wenn einer da steht, dann kannst du jederzeit halt die Station wieder verlassen. Okay, gut. Dann gibt es hier noch Recommended Mining Systems. Orte in den Systemen. P257 plus 12 ist sehr populär. Das System ist ein bisschen risikoreich, aber wenn du dich das traust, also wenn du jetzt halt eben das mit den Piraten aufnehmen kannst und willst, kannst du da ganz gut halt was verdienen. Dann ist das halt so der Ort für dich to be. Und Vajol ist halt ein anständiger Ort, wo du, wenn du halt nicht umgebracht wirst. Da gibt es 3 Handelsstationen, 6 Planeten und eine halbwegs vertrauenswürdige Regierung. Marke ist auch ein guter Ort für hartgesottene Miner. Probier es, vielleicht magst du es ja. So, und dann gibt es auch Stories from Planets. Oh Gott, das ist mir jetzt echt zu lang. Wall of Text! Okay. Denn, was wollte ich jetzt eigentlich? Ach du Scheiße, ja, siehst du, jetzt habe ich nämlich hier schon wieder so lange rumgebaddelt. So, Jobkonsole. Jetzt habe ich ja ein geiles Schiff. So, und ich muss jetzt hier irgendwie Konferenz. So, wo muss der hin? Der muss da hin. Das ginge aber, weil ich habe jetzt ja ein Schiff mit einem Split Drive. Machen wir. Und wo muss der hin? Der hat Zeit und der braucht... Also in 5 Minuten muss ich da sein. Na, probieren wir es einfach mal. Ah, guck mal hier, hier haben wir auch noch irgendwie... Oh, ist auch geil. Das ist schon ein bisschen weiter weg. Aber 12.000 ist schon sehr anständig. So, Piraten jagen. Na, später vielleicht mit ein bisschen mehr Bums in der Büchs. So, und die hier möchten gerne einen Chip heilen nach Seanti. Wo ist das? Das ist da. Da kann man unterwegs ja... Naja, keine Ahnung. Ich mache jetzt vielleicht erstmal... Warum soll ich jetzt halt irgendwie dieses Ding hier... Da hängt ja nun wirklich keine Zeit dran. Nehme ich erstmal das hier. Genau. Und dann tanken wir mal nochmal auf. Alles gut. Aber, na dann, auf geht's. Ey! Meine Güte! Jetzt muss ich erstmal hier aus dem Gewühl raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Boah, ey, die fliegen ja hier echt wie die letzten Henker. So, okay, also. Wie war denn das jetzt hier? Ich muss jetzt wohin? Oh, Map, zack, da muss ich hin.
sind wir wahrscheinlich hier, oder? Chip, na dann. Machen wir das so erstmal. Ah, geil, der schleppt da gerade was ab. Boah, ist aber auch. Eieiei. Okidoki, so, aber wie, wo komme ich denn jetzt hier? Da ist die Rubber Station. Okay. Gehen wir erstmal nach Sophia. Zack, so, anvisiert ist. Und da geht's in die Richtung. Und dann jetzt erstmal Split Drive. Woohoo! Da werden wir hier so freundlich vor uns hinfliegen. Naja, okay. Jetzt bin ich aus dem System raus. Und jetzt bewegt sich das Schiff halt eben schon viel schneller. Hier müsste jetzt halt der nächste Gravity Well ja gleich auftauchen, ne? Aha. Au Backe, ey. Wir haben mal richtig schön an der Sonne vorbeigeratzt. So. Und raus. Die Frage ist, wollte ich ja nicht zur Jiakun Station? Keine Ahnung. Bin ich auf jeden Fall erstmal hier. Oh! Alles klar, die sind ja ein bisschen strammer drauf hier, die Jungs. Hallo! Da oben gewesen. Na, voll die falsche Richtung. Na gut, dann fliegen wir jetzt einfach mal weiter nach unten. Irgendwie muss ich da jetzt ja hinkommen. Alter! Also ist der immer Baller, wenn ich aufs X drücke, so finde ich jetzt aber auch nicht so gut. Okay, aber eigentlich muss ich jetzt ja bloß in die Richtung weiterfliegen, oder? Genau, 70% Fuel. Time Dilation in Effekt. Ciati-System. Ah ja. Ah cool, okay, bin ja schon drin. Okay, dann bin ich jetzt in dem System. Und dann, och. Zack, nehmen wir mal die Station erstmal. Okay, Split Drive an. Hier ist der Weltraum rot. Wahrscheinlich ein roter Stern sein. Oh Scheiße, heiz ich jetzt hier gerade schon wieder voll auf die Sonne zu? Ach, da war die Station. Hm.
es gibt eh Geld. Das ist ja geil. Wo kann man auch Geld farmen? Das ist auch gut. Piu, piu. Ach, es ist ein süßes Game. Ich finde das toll. So. Zack, da will ich hin. Ja. ABE-Station. 5, 4. Juhu. So, ah ja, hier kann ich offenbar docken. Ah, schon wieder diese Schnecke. Fette Schnecke. Do like mining to buy the best tractor beam. Man könnte auch minen, wenn man wollte, hier in dem Spiel. Das ist natürlich auch geil. So, jetzt mal checken. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin auf HBE. Genau, und wer braucht es jetzt hier? Blaine Trabold. Das ist mein Sklavendruid. Ob ich das jetzt so gut finde? Ich weiß ja nicht. Wie kann das sein? Ah, hier, das ist Blaine. A Package, great. Kein Problem, gerne. Wuhu. Zack, mal ebenso 9700. Läuft. I like. So, bist du ein Händler? Mach ein paar Commodity Trade Runs und ein paar Jobs. Hier riecht irgendwas komisch. Ich glaube, ich gehe mal gucken, welche Jobs angeboten werden. Die Leute reden von einem weiteren Todeskrieg. Wo sind die Toiletten? Oh ne, jetzt bin ich schon wieder in diesem Endlos-Loop drin. Ach, Officer Gra! Ja? Oh, hallo. Falcon, ne? Ein Polizist vergisst nie ein Gesicht. Ein Mann des Gesetzes. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu meinem Schiff? Ich habe gehört, dass es einigen Händlern passiert. Irgendeine Art von Betrug. Man erzählt sich, es hat mit dem Lago-Schiff zu tun. Du bist einer der Letzten, die es erwischt hat. Na toll. Tut mir leid, Mann. Wie geht's, Gra? Ach, weißt du. Ich bin außer Dienst und trink was. Ich brauche halt so die Kampfdrogen. Ich muss die Kampfdrogen rausspülen. Ich bin hier wegen meiner Kompensation. Was? Für ein geklautes Schiff, das du gekauft hast? Von der Polizei bekommst du gar nichts. Oder vom Konzil. Na, ihr habt jetzt sowieso schon fast zurückverdient. Ja, ihr Freelancer halt so macht wirklich richtig Geld. Oh, hey. Sag mal, sind das Piraten, die da oben in den Käfigen sitzen? War auch nicht so nett eigentlich. Okidoki, so, dann müssen wir mal ein bisschen auftanken, würde ich sagen. Ne, bei Guts war das, ne? Hier, genau, Refuel. So. Ipsy-topsy, was gibt's denn hier? Oh, geil, hier gibt's Schiffe! Oh, hier sind die alle teuer. Alter, sind die alle teuer. 2,3 Millionen. Oh, ist das toll. Ja gut, er hat weniger Kajüten als meine jetzt, klar, weil ich so einen Campingbus habe. Oh, er geht ja richtig was. Hier ist ein Tau-Miner. Weg damit. Gibt es denn hier noch? Star 4 Recon? Okay, das ist offenbar fürs Kopfgeldjagen gedacht. Unser Algorithmus sagt, du wirst zu 71% dieses Schiff mögen. Ja, nicht unrecht. Ja, da werde ich aber noch ein bisschen grinden müssen, ey. Auweia. Nee.
Geil! Electro Missile. Macht die? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich will sie haben. Kann ich nicht, ist zu teuer. Warum? Na, ich kann die zwei taktische Rakete kann ich einbauen. Auch nicht? Warum denn nicht? Ach so, weil das dämliche Ding nur eine Waffe tragen kann. Das ist ja scheiße. So, gibt's hier noch... Aha, guck mal hier. Große Wurmlöcher. Das könnte vielleicht interessant werden. ECMs und ihre Anwendungen. Vielleicht nicht so blöd. Und Werbung. Naja. Werbung bezahlt auch kein Geld. So, was gibt's hier so? Die Körper. 14.000 für halt einen Crew-Member. 8.000 für einen toten Piraten. So, dann müsste man sich jetzt natürlich so die Frage... Was? So. Ja, hier ist günstig. Das dann zurückzukarren wäre zum Beispiel halt schon mal eine Sache, die man machen könnte. Ich muss jetzt ja eh in die andere Richtung. Dann kaufen wir jetzt einfach mal richtig was ein hier. Was ist denn teuer? Chefs Gradium. Geht nicht. Hochpreisig, low price. Tantanium. Voll. Na, probieren wir das einfach mal.